die Herren, die Herren. Alles haben sie. Ein Radio, ein Fernsehapparat, Kühlschrank, nur Duden haben sie keinen. Nur fertig, fertig und raus beim Tempel. Polizeikommissar 24, das ist das Einzige, was stimmt. Ist er ja der Herr Inspektor Wirtz. Na? Das ist aber schnell gegangen. Es ist ja nicht weit. Der Doktor hat den Ramsauer und mich mitgenommen. Mhm. Du, ich hab unten den Kreindl getroffen. Ja. Warum hast du ihn auch hingeschickt? Ich habe ihn nicht hingeschickt, er hat sich die Sache selber anschauen wollen. Ah. Macht er sich wieder wichtig, was? Man kann es auch anders nennen. Also, was war los? Erzähl schon. Na, wie gesagt, ein Unfall. Allerdings ein Unfall, der verboten gehört. Wieso? Na, bitte geht die Frau in der Garage und startet den Wagen, bevor sie das Tor aufmacht. Dann geht sie zum Tor, beugt sich nieder, um den einen Flügel unten aufzuriegeln. Sie beugt sich nieder und atmet direkt das Auspuffgas mit dem giftigen Monoxid ein. Ja, aber so schnell wirkt das gar nicht. Na, das ist ja die Sauerei. Mhm. Ich bitte, man kann nur annehmen, sie hat vorher noch in aller Ruhe Fenster runterkurbelt, hat sich die Handschuhe angezogen und so weiter, ne? Das ist alles nur ein paar Sekunden. Na, richtig. Der Doktor sagt, sie war leidend. Vielleicht war ihr schon früher nicht gut. Die stickige Luft in der Garage und die paar Atemzüge Monoxid haben dann den Schwächeanfall hervorgerufen, ne? Woher weiß denn der Doktor schon wieder, dass sie nicht in Ordnung war? Er hat mit dem Hausarzt telefoniert. Wer ist das? Gewisser Dr. Hammerberg. Ich muss mit dem Paten selber reden. Gehen Sie vorne, schreiben Sie auf, ja? Dr. Hammerberg, Hausarzt. Herr Doktor, hier Marek. Ah, du bist eh schon am Weg hierher. Na, dann ist schon gut. Nein, ist in Ordnung. Die Frau, die sie gefunden hat, wer ist das? Wohnt über Ihnen. Eine Verwandte. Ich glaube, es ist die Schwägerin von der Frau de Vries. De Vries, das ist die Verunglückte? Ja. Mhm. Seine zwei Familienvilla. Das Ehepaar de Vries wohnt im Parterre und die Schwägerin im ersten Stock. Aha, dadurch war sie auch die Erste am Unfallsort. Ja. Mhm. Ist ein Wunder, dass er sie nicht gleich dazugelegt hat. Und der Motor, sagst du, ist nicht mehr gelaufen, ne? Tank war leer. Muss mindestens 1 bis 2 Stunden gestanden sein. War völlig ausgekühlt. Die Garage hat 2 Eingänge? Ja, an vom Haus. Also wie war das mit dem Garagentor? Ja, das Tor war nicht mehr versperrt, nur die Bodenverriegelung von dem einen Flügel. Die war noch nicht gelöst. Sauerei, das kann man wirklich sagen. Da wäre nichts zu machen gewesen, wie diese Verriegelung aufmachen und das Tor nach außen aufmachen. Geht das schwer auf? Leicht auch nicht. Besonders für eine Frau. Garagenschlüssel? Im Schloss gesteckt, innen. Ah, Doktor. So, Doktor, bitte setz dich her. Also, was sagst du dazu? Was soll ich da sagen? Es ist der perfekte Unfall. Ja. Sträflicher Leichtsinn und Zufall. Zufall habe ich nicht gern. Wieso Zufall? Dass sie nicht gesund war, kann man als erwiesen annehmen. Wie sie sich dann gebückt hat, um den schweren Riegel aufzumachen. Ich verstehe schon, das ist der vermehrte Sauerstoffverbrauch, nicht? Aber wie erklärst du dir, dass die bei verschlossener Garagentür startet? Vielleicht hat sie den Motor warm laufen lassen wollen und hat die Zeit dazu benutzt, die man braucht, um Handschuhe anzuziehen, Garagentor zu öffnen. Motor warm laufen lassen, jetzt im Oktober, ich bitte dich. Was sagt denn der Hausarzt? Hypertonie, vegetative Dystonie. Mhm. Bitte, vielleicht war es auch noch was anderes. Wir werden es ja hören. Mhm. Wann ist sie denn gefunden worden? Du! Was? Wann sie gefunden wurde? Ja, wir haben die Meldung von der Funkstreife um 16.50 Uhr bekommen, also circa 16:30 Uhr, ne? Du warst circa 5 Uhr dort, ne? Mhm. Wie lange warst du da schon tot? Mhm. Totenstarre war noch nicht eingetreten. Nicht einmal in der Kieferpartie und die Körpertemperatur mit Berücksichtigung der Jahreszeit war normal. Mhm. Ich würde also sagen, dass der Tod höchstens 1 bis 2 Stunden vorher eingetreten sein kann. Also zwischen 3 und 4. Hm. Und dass es Kohlenmonoxid war, das ist hundertprozentig. Das ist ganz sicher. Die kirschrote Farbe des Blutes ist charakteristisch dafür. Verletzung? Kleine Platzwunde an der Stirn. Erfahrungsgemäß vom Niederfall. Ja, also ganz gefällt mir die Geschichte nicht. Es ist doch direkt auffallend, dass die 1-2 Minuten nach Betreten der Garage zusammenfällt, direkt neben einem Auspuff. Vom Kohlenmonoxid allein kann ich doch nicht schlecht geworden sein. Ne? Bis der Garage voll ist, erst das dauert doch eine Zeit. Und dass ich diese Hypertonie, oder wie das heißt, ausgerechnet in dem Moment bemerkbar mache. Aber du vergisst, dass schon weniger als 1% Monoxid genügt. Moment einmal. Wie groß ist die Garage? 5 Meter lang, 3 Meter breit und 2 Meter hoch. Also das sind 30 Kubik, du. Und ein Verbrennungsmotor, der erzeugt nicht nur Kohlenmonoxid. Bis ich da eine Wirkung bemerkbar mache, das dauert 5 Minuten. Ja, ich will dich ja auch nicht hindern, den Rotter zu verständigen.
Der Gatte gibt an, dass seine Frau tatsächlich des Öfteren beim Hereinfahren in die Garage sehr nahe beim Tor stehen geblieben ist und dass dann das Tor von außen geschlossen wurde. Das ist die Garage. Mit dem Kühler voran. Frauen fahren ja nicht gern verkehrt in der Garage herein. Sie kommt also, sagen wir, am nächsten Tag, diesmal vom Hauseingang her, und will das Tor öffnen. Das kann sie aber nicht, denn der Zwischenraum zwischen der hinteren Stoßstange und dem Garagentor ist zu klein. Was macht sie also? Sie geht nach vor, steigt ein, startet und lässt den Wagen so einen halben Meter nach vor rollen. Dann steigt sie aus, lässt den Motor weiterlaufen, geht nach rückwärts zum Garagentor, bückt sich, um die Verriegelung zu öffnen, und so passiert's. Was man so sagt, eine Hypothese, was? Mehr eh nicht. Aber damit wären wir auch bei den 5 Minuten. Ja. Jo. Ich lasse einen Wachposten dort, bis der Kreindl die Alibis überprüft hat. Er und der Buchsbaum sollen sich gleich morgen früh an die Arbeit machen. Für Nachmittag laden wir dann die zwei vor, den Witwer und die Madame vom Stock. Sicherheitsbüro verständigen wir nicht. Ich glaube, das ist wirklich nicht notwendig. Ja, also das wär's dann. Ja, willst du noch hingehen? Natürlich. Ja, ich fahr zu Hause, nehm die mit. Na, das ist sehr schön. Ich komme halt nicht mehr, gell? So. Herr Kreindl, na also, was ist mit dem Fall de Fries? Lückenlos. So. Er war zwischen 1:30 in seinem Büro in der Wiener Hauptstraße, das ist einwandfrei. Und sie war 2:45 beim Friseur. Dauerwellen. Wie lange dauern Dauerwellen? Mindestens 2 Stunden. Na also, das hätten wir ja. Entsprechender Befund vom Gerichtsmedizinischen Institut, einer vom Hausarzt und 2 präzise Alibis. Zu schön, um wahr zu sein, was? Sag mal, was ist mit dir? Findest du ein Haar in der Suppe, passt dir nicht? Findest du keins, passt dir auch nicht? Schau, gestern hat dir die Sache nicht gepasst, heute passt sie mir nicht. Ne? Weißt du, warum er damals dort war? Mhm. Der Zeilinger von unserem Wachzimmer hat vor circa 1/2 Jahr an das Fenster von einem parkenden Wagen geklopft, weil er bemerkt hat, dass aus einem der Hinterräder die Luft ausgegangen war. Drinnen im dunklen Wagen ein Mann und eine Frau. Der Mann reagiert unfreundlich, worauf der Zeilinger natürlich Ausweisleistung verlangt. Der Mann hat seine Zulassung nicht bei sich. Weißt du, wer es war? Unser Herr de Vries. Wo komme ich da hin, wenn ich jeden Spusi von ihm nachlaufen soll? Da lasse ich mich hineinstechen, wenn die Frau neben ihm nicht die Gnädige aus dem ersten Stock war. Wozu dann die dunkle Seitengasse? Da kann er ja gleich in Fützbotschenzieher raufgehen, wenn seine Frau nicht zu Hause ist. Außerdem, woher willst du wissen, dass es die Frau war? Und vor allem, wie willst du das beweisen? Wir haben beide für jetzt vorgeladen. Der Zeilinger hat Dienst. Wir können es ihm zeigen. Von mir aus, mach, was du willst. Du hast ja den Fall. Ja. Aber nicht allein, ne? Ja. Sie sind da. Soll noch warten. Sie sollen sich noch einen Augenblick gedulden, wir holen sie dann selbst. Ja. Ja, aber jetzt ist der Zeilinger da. Gegib ihn mir. Ja, servus, Zeilinger, du. Die zwei sind jetzt da, du weißt, wir haben davon gesprochen. Geh, komm herauf und schau dir sie einmal unauffällig an. Na, nicht ihn, sie. Er interessiert uns im Augenblick nicht. Ja. Ja. Sie sitzen im Viererzimmer, gell? Gut. Also, erste Einvernahme macht sie miteinander. Du nimmst da die Frau vor und der soll den Mann nehmen. Oberinspektor, könnte nicht ich die Einvernahme mit der Frau machen? Warum wollen Sie das, Kreindl? Ich war damals dabei, wie Ihr Mann den Unfall gehabt hat. Wieso waren Sie doch dabei? Ich habe damals noch Außendienst als Rayonsposten gehabt. Ich möchte die Frau etwas Bestimmtes fragen. Aber das ist eine Sache für sich. Na schön, dann drehen wir es halt um, nicht? Dann nimmst halt du den Mann und er soll die Frau nehmen. Lass das aber nicht weggehen, wie noch vorher die Protokolle sind. Und schau mir mal den Kassenschrank an. Kreindl? Ja? Ist Ihnen doch klar, dass wir hier mit offenen Karten spielen. Unter uns natürlich. Überraschungen nur für den Beschuldigten. Jawohl. Sie soll hereinkommen, ja? Frau Hollner, bitte. Wir kennen uns ja schon nicht, war Kollege Kreindl, kennen Sie auch, Fräulein Wagner. Bitte nehmen Sie Platz. Wir haben Sie heute hergebeten, um Ihre gestrigen Angaben zu Protokoll zu bringen, damit wir den Fall abschließen können. Sie werden als Zeugin einvernommen und mache ich Sie auf die Wahrheitspflicht aufmerksam. Ihr Name ist Eva Hollner mit AY, nicht? Ja. Mädchenname? Stöck.
CK und H Anschluss. Geboren am 4.8.29 in Wien. Österreicherin? Ja. Verheiratet, geschieden, verwitwet? Verwitwet. Wollen Sie jetzt bitte erzählen, was Sie gestern den ganzen Tag gemacht haben? Hm? Ich bin um 8 Uhr früh aufgestanden, hab gefrühstückt, die Wohnung in Ordnung gebracht. Dann bin ich einkaufen gegangen. Gegen 10:30 kam ich wieder zurück, habe mir eine Kleinigkeit zu essen gemacht. Etwa um 12:30 habe ich dann gegessen. Dann habe ich mich ein bisschen auf die Couch gelegt, geschlafen, Radio gehört. Um 13:30 habe ich mich angezogen und gegen 14:00 bin ich weg. Entschuldigen Sie, Sie sind eine Verwandte des Ehepaars de Vries? Ja, Schwiegerin. Hm. Der Bruder von Frau de Vries war mein Mann. Das Haus gehört zur Hälfte uns. Hm. Bestand zwischen Ihnen und dem Ehepaar de Vries ein näherer Kontakt? Verwandtschaftlicher. Im Übrigen lebte jeder für sich. Na und wovon betreiben Sie denn Ihren Lebensunterhalt? Hm? Mein Mann hat mir einiges hinterlassen und außerdem arbeite ich gelegentlich als Dolmetsch. Aha, danke. Ja, ich meine, Sie können fortfahren. Ne? Sie haben also das Haus um etwa 14 Uhr verlassen, ja, und sind mit der Straßenbahn. Nein, Frau Luise hat mich unerwartet um 13:30 angerufen und mich mit ihrem Wagen abgeholt. Sie wohnt ganz in unserer Nähe. Wir waren um 14:45 in der Bösendorfer Straße. Frau Luise, wer ist denn das? Die Direktrice von meinem Frisiersalon, das wissen Sie ja. Wieso wissen wir das? Sie haben sich doch heute Morgen erkundigt. Nee? Frau Luise hat mich nachher angerufen. Ja, bitte nehmen Sie uns das nicht übel. Wir versuchen auf diese Weise nur die Fehlergrenzen möglichst klein zu halten. Hm? Das ist ihr gutes Recht. Wie lange waren Sie denn bei Ihrem Friseur? Nicht ganz 2 Stunden, auch das wissen Sie. Kreindl. Etwa 16:30 traf ich wieder zu Hause ein. Ich fand die Haustür nicht versperrt, sondern nur eingeschnappt. Was üblicherweise auf die Anwesenheit meiner Mitbewohner schließen lässt. Da ich also annehmen musste, dass Frau de Vries zu Hause ist, rief ich nach ihr. Da sich nichts rührte, ging ich in meine Wohnung, kehrte jedoch dann wieder um und suchte meine Schwägerin. Ich ging schließlich in die Garage, wo ich sie fand. Ich erkläre mit Bestimmtheit, dass der Wagen nicht mehr lief. Der Motor nicht mehr lief. Dass der Motor nicht mehr lief. Dass ich an der Lage des Körpers nichts verändert habe. Ich öffnete mit Mühe das Garagentor. Garagentor. Und rief dann die Rettung und Herrn de Vries an. Punkt. Neuer Absatz. Sagen Sie, wann haben Sie Frau de Vries eigentlich zum letzten Mal lebend gesehen? Das war vor 14:00. Ich ging durch den Vorraum und sie stand im Wohnzimmer. Die Tür war offen. Na, und was hat sie angehabt? Ein Schlafrock. Ist Ihnen an ihr irgendetwas aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, sie hat etwas geschlafen oder zumindest auf der Couch gelegen. Hm. War sie nicht hergerichtet? Ich meine, Frisur, Make-up? Nein. Sagen Sie, war Herr de Vries mittags eigentlich zu Hause? Nein. Zumindest habe ich nichts gesehen und gehört. Er ist mittags fast nie zu Hause. Hm. Und wenn er einmal doch da ist, wie merken Sie das? Hm? Wenn er unten im Vorraum ist, dann höre ich ihn oder ich sehe ihn vielleicht auch einmal zufällig. Oder Edith sagt mir, dass er kommt. Hm. Halten Sie einen Selbstmord von Frau Edith de Vries für möglich oder wahrscheinlich? Ich halte einen Selbstmord für sehr unwahrscheinlich. Wie war denn überhaupt die Ehe? Die Ehe? Hm? Die Ehe war normal. Normal? Also kein Hoch- oder Tiefgang. Aber
Vielleicht ein paar Sprünge auf die Seite? Hm? Das weiß ich nicht. Sie dürfen nicht wundern, wenn ich das frage. Wir versuchen auf diese Weise nur, uns über den persönlichen Zustand der Frau ein Bild zu machen, über ihr Milieu und so weiter, ne? Sagen Sie, haben Sie bei Frau de Vries je eine gewisse Unvorsichtigkeit oder Leichtfertigkeit bezüglich der Haltung oder Benutzung des Wagens bemerkt? Nicht, dass ich wüsste. Hat sie also gewöhnlich stets nach Betreten der Garage gestartet oder hat sie vorher noch das Tor geöffnet? Ich bin ja nicht oft mit ihr weggefahren, aber ich glaube, ja, sie hat gewöhnlich zuerst das Tor geöffnet. Lesen Sie sich das bitte noch einmal durch und unterschreiben Sie links, nicht? Kann ich etwas zum Schreiben? Hier, vorgelesen und gefertigt. Wann ist Ihr Mann gestorben? Vor 4 Jahren, warum? War es nicht ein Autounfall? Ja. Ich erinnere mich. Kann ich jetzt gehen? Ja, ja. Wir werden Ihnen sehr verbunden, wenn Sie draußen noch etwas warten wollten. Also, wie war das mit Ihrem Mann? Hat das etwas mit dem Fall zu tun? Wir wollen uns doch von unseren Zeugen ein Bild machen. Von Ihrem Milieu und so weiter, nicht? Wenn Sie von der Geschichte mehr wissen, dann übernehmen Sie doch den ganzen Schmarrn, ne? Wäre es nicht angebracht, die Debatte auf später zu verschieben und den Mann hereinzuholen? Ja, die plaudern sonst zu viel miteinander. Danke für die Belehrung. Übrigens, ich habe schon Protokolle diktiert, hast du nur die Windeln nass gemacht, ne? Gut, das nächste Mal schreibe ich das genau das. Ist schon gut, das ist mir auch recht. Ich interessiere mich hier für die Tatsachen. Für die stilistischen Feinheiten ist der Herr Kollege zuständig, ne? Karl de Vries, wenn ich bitten darf. Herr de Vries, grüß Gott. Grüß Gott, Fräulein Wagner, bitte nehmen Sie Platz. Wir haben Sie hergebeten, um Ihre gestrigen Angaben festzuhalten. Sie werden das Zeugen von der Mannwahrheitspflicht und so weiter, Sie verstehen, ne? Kopf da. Ich habe mir erlaubt, den Fall zu rekonstruieren. Sonst vergesse ich am Ende noch etwas. Bitte. Na, bravo. Ja, na, wie Sie wünschen. Wir können uns dann als Beilage nehmen, ne? Ah, die Daten auch, das ist ja schön. Ich habe am 6.10. das Haus um etwa 7.15 Uhr verlassen, nachdem ich wie gewöhnlich um 6 Uhr aufstand und mit meiner Frau frühstückte. Ich fuhr wie jeden Tag mit der Straßenbahn und dann mit der Stadtbahn ins Büro. Warum denn nicht mit Ihrem Wagen, hm? Bis man einen Parkplatz findet. Ach ja. Na. Ich traf etwa um 8 Uhr im Büro ein und blieb dort bis einige Minuten nach 12. Dann ging ich in Richtung Karlsplatz, setzte mich für ein paar Minuten auf eine Bank vor der Technik und kaufte mir dann im nächsten Delikatessengeschäft 2 Wurstsemmeln und etwas Obst. Dann um etwa 12.30 Uhr spazierte ich ein Stück über den Ring und ging schließlich langsam wieder in die Bank zurück, wo ich ungefähr um 1 Uhr eintraf. Ich arbeitete dann bis 4:30, das heißt bis zu dem Zeitpunkt, dass der Anruf meiner Schwägerin kam. Ich nahm sofort ein Taxi und war in einer Viertelstunde oder etwa 20 Minuten später zu Hause. Ich führe den Unfall meiner Frau auf den Umstand zurück, dass der Wagen zu nahe am Garagentor stand. Um den Riegel aufmachen zu können, hätte sie sich zwischen Wagen und Tor zwängen müssen, sich also schmutzig gemacht, ja. Ihre Frau wollte doch offensichtlich wegfahren. Haben Sie eine Ahnung, wohin? Nein. War es üblich, dass sie sich den Wagen nahm, ohne es Ihnen vorher zu sagen? Nein. Und am Gesundheitszustand Ihrer Frau ist Ihnen da in den letzten Tagen irgendetwas aufgefallen? Nein. Sie war ja gesundheitlich immer schon etwas labil. Siehe Dr. Hammerberg, ne? Sie Hausarzt, ne? Ja. War Ihre Frau in der letzten Zeit in nachdenklicher oder gedrückter Stimmung? Das kann ich eigentlich nicht sagen, nein. Sagen Sie, wann sind Sie eigentlich zum letzten Mal in Ihrem Wagen gesessen? Ja, am Tag vorher. Ich bin am Abend mit meiner Frau noch etwas weggefahren. Und dann den Wagen wie üblich abgestellt und nie mehr wieder benutzt, ne? Ja. Ah. Ja, wie war das eigentlich, sagen Sie, mit diesem Zündschlüssel da? Ja, den lassen wir immer stecken. Na, und wie wurde der Wagen dann wieder in der Garage abgestellt? Glaube, wie immer. Ich habe das Garagentor geöffnet und sie ist hineingefahren. Sie ist gefahren? Ja.
Und dann haben wir das Garagentor von außen zugemacht. Aha. Na ja. Das wär's, ne? Und das Protokoll? Da schreiben Sie halt die paar Zeilen, oder haben Sie nicht mitstenografiert? Nicht nötig. Übrigens, Ihre Frau war versichert, ne? Bitte? Ja, versichert. Wann wurde denn diese Versicherung abgeschlossen? Im vorigen Jahr. Ich habe mich zu Ihren Gunsten versichern lassen und damals hat mich der Beamte überredet, Sie gleich mitversichern zu lassen. Aha, aha. Da schreibst du da hinein, ne? Wir sind Ihnen noch ein paar Liter Benzin schuldig. Wir haben heute Vormittag einen kleinen Test gemacht und haben dazu den Rest Benzin aus dem Kanister neben den Eingang genommen. Nicht der Rede wert. Ja. Dann sind Sie bald fertig. Gleich. Ja, wir brauchen dann noch Ihre Unterschrift. Vielleicht warten Sie inzwischen nebenan. Ne? Na also, Sie haben sich ja immerhin festgelegt, ne? Ja, und wir sitzen fest. Von 12 bis 1 war er nicht im Büro. Wo war er? Wie weisen wir ihm nach, dass er nicht am Karlsplatz, nicht in der Delikatessenhandlung und nicht am Ring war? Hm? Also dir passt die Geschichte noch immer nicht? Nein, mir passt noch immer nicht. Und wie ich dich kenne, passt sie dir auch nicht. Kriminalpolizei, Kreiner. Ja, Buxel, was ist? Hast du ihn mitgebracht? Nein, nein, bitte halt ihn parat. Der Oberinspektor. Ja? Wir haben einen Taxler, der die Fries gestern nach 12 Uhr von der Stadt hinausgebracht hat. Seine Angabe, dass er nicht zu Hause war, stimmt nicht. Wo habt ihr einen Taxler her? Fleißaufgabe. Der Buchsbaum und ich haben allen Taxlern im 4. Bezirk und in den angrenzenden Gebieten ein Foto von de Vries unter die Nase gehalten. Der Taxler schwört, dass er ihn erkennt. Das Protokoll. Ja, leg's doch hin. Ne? Ja. Sie wurde gefunden um 16:30. Gestorben ist sie um circa 3. Und jetzt nehmen wir noch eine Zeit zwischen Ohnmacht und Tod, also sagen wir 14:30 Uhr, frühestens, wohlgemerkt frühestens, um 14:30 Uhr betritt sie die Garage und wird da ohnmächtig. Er war zu Hause zwischen 12:45 Uhr, nicht später, denn um 1 war er schon wieder in seinem Büro. Es gibt einen Zeitunterschied von ungefähr 2 Stunden, was machen wir damit? Sein Alibi hält also noch immer, oder? Wenn er zwischen 12:45 Uhr nach Haus kommt, kurz die Garage betritt und startet. Einfach startet und dann weggeht. Der Motor läuft und erzeugt von da an Kohlenmonoxid. Das genügt ja viel weniger als 1%. Die Gefährlichkeit ist ja lang vor 14:30 Uhr gegeben. Natürlich, um 14:30 Uhr betritt sie die Garage und kommt in eine Gaskammer. Eine Gaskammer gefüllt mit Kohlenmonoxid. Einem der gefährlichsten Giftgase, die es überhaupt gibt. Aber der Motor, das muss ich da bemerken. Was sagt er denn, dass der Motor um die Zeit überhaupt noch gelaufen ist? Wenn man bestimmte Menge Benzin in den Tank gibt, das kann man da ausrechnen. Ne? Dann läuft der Motor, sagen wir, eine Stunde, dann bleibt er stehen. Der Rußfleck am Garagentor. Man sieht das, ich habe das ja ausprobiert. Wie lange ist der Motor ungefähr gelaufen? Na, gute Stunde. Na, also, ne? Sagen wir, eine Stunde ist er gelaufen. Um 16:30 Uhr war er schon kalt. Ne? Wann er gelaufen ist, ist ja egal. Wichtigste ist, er kann zwischen 12:45 Uhr gestartet worden sein. Geht sie wunderbar aus. Es kann genauso gut die Schwägerin gewesen sein. Sie war von 11 bis 2 zu Hause und man kann jederzeit vom Hausgang her in die Garage. Sie, meinst du? Jetzt haben wir genau das, was ich nicht wollte. Den Fall für Sicherheitsbüro und den Schirm auf. Jetzt ist zu spät. Jetzt, wenn ich jetzt den Fall dem Sicherheitsbüro gebe, na, die schießen uns durch Sonne und Mond. Was heißt uns? Mich? Ja, wir müssen selber. Ne? Also herein mit dem Herrn Zeugen. Und gleich hinten noch der Taxler. Wie lange dauert das noch mit meinem Schwager? Nicht mehr lang. Ich habe dem Oberinspektor Marek versprochen, mich einstweilen um Sie zu kümmern. Bitte nehmen Sie doch Platz. Konversation ist allerdings nicht meine Stärke. Ich halte mich an etwas, das zwar kaum gesellschaftsfähig, aber umso haltbarer ist. Das wäre? Die Wahrheit, gnädige Frau. Sie meinen, die hält etwas aus, auch wenn man sie noch so grob anpackt. Was die Herren ja zuweilen tun. Bitte bedenken Sie, dass die Herren dafür bezahlt werden, die Wahrheit zu finden. Und eine Arbeit, für die man bezahlt wird, man gewöhnlich nicht mit der Zärtlichkeit eines Liebhabers. Ja, man kennt ihre Methoden. Oh, bitte. Darum haben wir es wie alle anderen Leute nicht gern, wenn man uns die Arbeit unnötig schwer macht.
Das ist begreiflich. Besonders dann, wenn wir ohnehin wissen, was los ist. Was heißt das? Tja, manchmal schwimmen die Lügen oben wie die Fettaugen auf der Suppe. Muss ich das auf mich beziehen? Ich habe sie nicht angelogen. Doch. Zum Beispiel, was ihre Beziehung zu Herrn de Vries betrifft. Weil der Wachbeamte, der vorhin hier durchgegangen ist, meinen Schwager und mich einmal im Wagen gesehen hat. Ist das Ihr ganzes Beweismaterial? Oh nein, das ist nur ein kleines Indiz. Und was, wenn ich mir die Frage erlauben darf, geht Sie meine Beziehung zu Herrn de Vries überhaupt an, wenn es eine solche gäbe? Wenn wir seine Frau nicht tot in der Garage aufgefunden hätten, nichts. Sie lag aber da. Mund und Augen weit offen, den Halsausschnitt zerrissen, weil sie versucht hatte, sich Luft zu machen. Luft. Und welche Farbe ihr Gesicht hatte, wissen Sie ja auch noch, nicht wahr? Dieses Hellrot, fast wie das Blut von der Platzwunde an ihrer Stirn. Dazu das dunkle Haar. Warum sagen Sie das mir? Weil es langsam Zeit wird, etwas auszusprechen. Sie waren seit Jahren seine Geliebte. Was erlauben? Bitte bleiben Sie, es wird noch etwas dauern. Übrigens, er war gestern mittags zu Hause. Er war nicht zu Hause, ich weiß es. Wieso wissen Sie das? Ich weiß es, ich... Ja? Ich hätte ihn ja gesehen oder gehört. Edith hätte es mir gesagt. Edith de Vries? War der Kontakt mit ihr noch immer so eng? Sprechen Sie die Wahrheit, Sie haben gewusst, dass er mittags zu Hause war. Nein. Die Wahrheit! Er war nicht zu Hause, er... Was? Er hat mich angerufen. Wann hat er Sie angerufen? Gegen 12:15. Von wo? Von einer Telefonzelle am Karlsplatz. Was hat er gesagt? Nichts Besonderes. Er wollte nur mit mir reden. Ruft er immer zur gleichen Zeit an? Einmal am Tag. Ich frage, ob er immer zur gleichen Zeit anruft. Nein, nicht immer. Einmal im Laufe des Tages. Vom Büro oder von auswärts? Meistens von auswärts. Und warum haben Sie Herrn de Vries am Nachmittag angerufen? Ich? Ja, vom Friseur aus. Ich habe mich bei Frau Luise erkundigt. Frau Hollner. Herr Hollner, sind's vernünftig. Sagen's dem Kollegen die Wahrheit. Ich kann nichts anderes sagen. Sie sind doch mit Herrn de Vries eng befreundet. Hat Frau de Vries davon gewusst? Herr de Vries wollte sich vermutlich scheiden lassen. Natürlich. Oder haben Sie von der Freundin eines verheirateten Mannes je etwas anderes gehört? Aber die Ehe war normal, das haben Sie gesagt. Sie waren gestern mittags zu Hause. Er war auch zu Hause. Einer von Ihnen war in der Garage. Nein. Einer von Ihnen hat den Zündschlüssel umgedreht. Eine kleine Drehung, die Zündung und Start bedeutet und den Tod. Für die Person, die 1 bis 2 Stunden später die Garage betritt. Aber Sie kommen am Nachmittag nach Hause und gehen gleich in die Garage. Warum? Oh, ich wollte... Nachsehen, ob der Wagen noch da ist? Wozu? Sie haben einen Führerschein, Frau Hollner. Wir wissen auch, dass Ihnen das Ehepaar de Vries erlaubt hat, den Wagen gelegentlich zu benutzen. Ist die Tür, die vom Gang in die Garage führt, normalerweise versperrt? Nein, der Schlüssel steckt innen. Hausseitig? Ja, aber was wollen Sie von mir? Ich hab's nicht getan. Dann wissen Sie, wer es getan hat. Er auch nicht. Aber er könnte es getan haben. Nein. Wieso nein? Er war ja nicht da. Er war da. Nein, nein. Werden Sie immer noch nein sagen, wenn ich Ihnen mitteile, dass wir den Taxifahrer haben, der ihn von der Stadt hinausgebracht hat? Wir glauben Ihnen nicht, Frau Hollner. Warum glauben Sie mir nicht? Ich hätte die Unterhaltung vorhin auch anders beginnen können. Zum Beispiel mit der Frage, ob wir uns nicht schon von irgendwoher kennen. Es liegt allerdings schon etwas zurück. 4 Jahre. Ich musste Sie damals anrufen, um Ihnen eine schmerzliche Nachricht zu übermitteln. Ich wollte schon immer die Frau kennenlernen, die damals diese beachtliche Selbstbeherrschung aufgebracht hat. Ihre Reaktion auf den grässlichen Unfall? Alle Achtung. Ihre Nerven sind bewundernswert. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nein? Österreichisches Strafgesetz, 15. Hauptstück. Von dem Mord, der Tötung auf Verlangen, der Mitwirkung am Selbstmorde und dem Totschlag. An wem? An Ihrem Mann. Und dabei war es doch ein Unfall, nicht wahr? Der perfekte Unfall. Fast so perfekt wie jetzt. Ich war ja dabei, ich habe es kommen sehen. Er kam mit mindestens 120 daher und ging vor der Kurve vom Gas nicht weg. Dann das Ausscheren, das Kollern, das Überschlagen.
So perfekt, dass es kein Unfall mehr war. Was war es denn? Selbstmord. Und Sie wissen es. Ein noch junger Mann begeht Selbstmord. Warum tut er das? Was war da los? Sie wissen es und ich weiß es auch. Was wissen Sie und was weiß ich? Zum Beispiel, wie einem jungen, sensiblen Mann zumute ist, der nachts wach liegt und grübelt und auf den Morgen wartet, denn er weiß, dass er krank ist und nicht mehr lange zu leben hat. Ich bin damals zu ihm hingelaufen, er hat noch ein paar Minuten gelebt. Er sagte noch, ich bin krank, es tut mir nicht leid. Der Befund. Aus. Das war alles, was ich damals verstanden habe. Aber es hat genügt, um mich jetzt, wo Ihr Name in einer anderen Sache wieder auftaucht, zu Dr. Hammerberg gehen zu lassen. Von Dr. Hammerberg kam ich zu Professor Lamy und von Professor Lamy zu diesem Befund. Machen Sie es auf? Ja, Frau Hollnall, der vertauschte Befund. Ihr Mann konsultiert eines Tages Professor Lamy, einen Röntgenfacharzt. Es passiert ein Versehen. Die Ordinationshilfe verwechselt beim Schreiben den Namen. Man gibt ihm einen falschen Befund, den er leider aufmacht und für sein Todesurteil hält. Die Ordination ruft zwar gleich darauf an und will den falschen Befund abholen lassen, aber am Telefon ist eine Frau. Und diese Frau ist sie. Sie schließt den Befund wieder, wie sich's gehört, übergibt ihn später dem Boten, nimmt dafür den richtigen Befund in Empfang und sagt ihrem Mann kein Wort davon. Er geht am nächsten Tag mit dem richtigen Befund zu Dr. Hammerberg, hört sich dessen aufmunternde Worte an und glaubt ihm kein Wort. Unseligerweise hat ihm Dr. Hammerberg den Befund nicht gezeigt. Aber seine aufmunternden Worte sind durchaus ehrlich gemeint, denn der richtige Befund ist nämlich harmlos. Der Mann ist gesund. Die Frau hat ihren Mann zum Tod verurteilt. Nicht schlecht. Na, Frau Hollnall, was haben Sie denn dazu zu sagen? Frau Hollnall, Sie werden jetzt als Beschuldigte vernommen. Sie können natürlich sagen, was Sie wollen. Aber, Frau Hollnall, schauen Sie mich an. Ist das so, wie der Kollege gesagt hat? Möchten Sie mir mitteilen, was das alles mit dem Unfall von Edith Vries zu tun hat? Wie Sie Edith Vries in der Garage tot aufgefunden haben, haben Sie gewusst, was das eine mit dem anderen zu tun hat? Ich habe nicht die Absicht, von meiner missglückten Ehe zu erzählen. Und auch nicht, was ich in dieser Ehe durchgemacht habe. Man kann sich doch scheiden lassen, oder? Auch darüber möchte ich mit Ihnen nicht diskutieren. Stellen Sie mich vor ein Gericht, wenn Sie wollen. Frau Hollnall. Ich sage kein Wort mehr. Frau Hollnall. Was ist das? Frau Hollnall, kommen Sie her. Frau Hollnall. Kommen Sie, ich führe Sie hinaus. Ja. Danke, es geht schon wieder vorbei. Warum haben Sie mir denn das mit dem Mann nicht früher gesagt? Sind Sie Ihr Kriminalbeamter oder wollen Sie einen Sherlock Holmes spielen? Ich habe selber erst heute Vormittag... Was Sie heute alles Vormittag alles gemacht haben! Es ist nur doch klar, dass kein Staatsanwalt weit und breit auf diese düstere Geschichte hin Anklage erheben wird. Sie meinen... Na, wie wollen Sie denn da einen kausalen Zusammenhang herstellen? Aber es war kein Unfall! Juridisch war es einer. Wir können Sie darauf hin nicht packen, wir nicht. Das weiß ich auch ganz genau, dieser raffinierte Luder. Und Sie haben mir noch einen eleganten Abgang ermöglicht, Sie, Psycholog, Sie. Es tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Sie müssen noch viel lernen, mein Lieber. Na, was ist mit Ihnen? Ich habe Sie hinaufgebracht. Ja. Na, der Dr. Barton soll sich um Sie kümmern, sonst kriegt er einen Kollaps. Dann sind wir die Beschuldigten. Ja. Warten Sie einen Moment. Rufen Sie mal zuerst den Hausarzt, dann den Dr. Hammerberg. Ja? Kriminalpolizei, Kreinl. Ja, einen Moment, bitte. Für Sie. Wer ist denn? Dr. Hammerberg. Was? Hm. Na, wir einen Sechsten sehen. Hm? Hallo, Herr Doktor. Ja, hier oben Inspektor Mark. Herr Doktor... Ich habe Sie hierher gebeten. Ja, ja. Wenn Sie kommen, Herr Doktor, bitte wenden Sie sich an unseren Polizeiarzt Dr. Barton, das ist zweiter Stock, Tür 14, ja? Ja. Herr Doktor, ich wollte Sie noch etwas fragen. Sie waren doch als Hausarzt so ein bisschen über die Ehe de Vries informiert. Wie war diese Ehe? Sie war doch noch ein paar Tage vor. Ja, sie war bei Ihnen, ja. Also, Sie haben sie zum Facharzt geschickt. Bitte, wie war der Name, so ist das auch. Wie war der Name von dem Facharzt? Dozent Dr. Riemer in der Wohlzeile. Wann war sie denn dort bestellt, Herr Doktor? Ah, das wissen Sie nicht. Na, das macht nichts. Ja, ich danke Ihnen vielmals, Herr Doktor, wir sehen uns ja dann. Rufen Sie diesen Dr. Riemer an. Das ist merkwürdig. Der Hausarzt sagt, dass die Ehe der Vries in der letzten Zeit eher besser geworden ist.
Oberinspektor Marek, meine verehrten Herr Dozent. Herr Dozent, ich möchte Sie Folgendes bitten. Es handelt sich um meine Frau Edith de Vries, die von Herrn Dr. Hammerberg an Sie gewiesen worden ist. Bitte könnten Sie nachschauen, ob und wann diese Frau bei Ihnen angemeldet war. Ja, Edith de Vries. Ja, ist halt was in der Zeitung gestanden. Ja, bitte, wenn Sie so gut sind. Danke vielmals. Das kenne ich gar nicht aus. Ja, Herr Dozent, bitte. Ja, wann war die Frau bei Ihnen angemeldet? Was? 4.6.? Das war ja gestern. Ja. So, für wann denn? 3 Uhr. Ist das Ihre normale Ordination? Ah. Bitte, darf ich das wiederholen, ja? Schreiben Sie das mit. Also, die Frau hat Mittag angerufen. Stimmt das so? Ja. Sie hat angerufen, einen Termin am frühen Nachmittag erbeten, weil sie um 5 Uhr wieder zu Hause sein wollte, weil ihr Mann von diesem Besuch nichts wusste und auch nichts wissen sollte. Ist das so richtig, Herr Dozent? Ja. Danke Ihnen vielmals, war mir sehr interessant. Verbindlichsten Dank. Jawohl, jawohl. Polizei verschafft dem Beschuldigten ein Alibi, von dem er selber nichts weiß. Das ist gut. Das ist sehr gut, ist das. Ne? De Vries meldet sich gestern, den 6., bei einem Facharzt an. Sie sagt ihr Mann nichts von diesem Besuch. Also wie der zu Mittag zu Hause war, hat der gar nicht wissen können, dass seine Frau Nachmittag den Wagen nehmen wird. Ist das klar? Ist das beste Alibi, mit dem sich je ein Kieberer in die eigene Suppe gespuckt hat. Ein sechster Sinn. Also doch Sie. Sie muss von oben gehört haben, ja, wie die De Vries telefoniert hat. Immer wieder dasselbe, was Sie uns da erzählen. Immer wieder. Ich verlange jetzt einen Anwalt. Ohne Anwalt mache ich überhaupt keine Aussagen mehr. Herr De Vries, wir haben Ihren Wunsch nach einem Anwalt weitergegeben. Wir können Sie natürlich nicht zwingen, uns zu antworten, aber Sie können uns nicht hindern, an Sie Fragen zu stellen. Ja, wie oft soll ich Ihnen eigentlich noch sagen, dass ich nicht zu Hause war? Und dass der Mann sich irren muss? So, er irrt sich. Er irrt sich in Bezug auf Ihr Gesicht, auf die Farbe Ihres Mantels, Ihres Hutes. Er irrt sich. Irrt er sich auch im Tag und in der Stunde und bezüglich der Gasse, in der er den Fahrgast abgesetzt hat. Das weiß ich, wen der. Und wenn ich Ihnen einen zweiten Taxler bringe, der Sie wieder in die Stadt zurückgebracht hat. Ich kann Sie nicht daran hindern, sämtliche Taxler Wiens verrückt zu machen. Aber wo ist denn der Betreffende? Warum stellen Sie mir nicht endlich gegenüber? Er kommt. 20.23 Uhr, vorläufige Verwahrung. Bitte um Protokoll. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie mich hier seit mehreren Stunden festhalten? Wir haben Sie nicht festgehalten. Sie wurden bloß als Beschuldigter einvernommen. Das habe ich Ihnen doch schon vorhin gesagt. Warum geben Sie mir denn keine vernünftigen Antworten? Zum Beispiel, was Ihre Beziehung zu Ihrer Schwägerin betrifft. Ich weiß. Kavalier genießt und schweigt, ne? Seit wann ist sie Ihre Geliebte? De Vries! Hat er schon vor diesem komischen Autounfall des Gatten angefangen oder erst nachher? Was heißt denn der komische Autounfall? Ach, hören Sie, war doch ein netter junger Mann, der Herr Hollner. Einer von uns hat ihn sogar persönlich gekannt. Und so rasch und so unmotiviert zu enden, schrecklich. Für seine Frau müsste es schrecklich gewesen sein. Damals der Gatte, jetzt die Schwägerin. Auf die Frau ist Verlass, was? Wie rasch und vernünftig sie wieder reagiert hat nach diesem neuen Unfall. Sagen Sie, könnte Frau Hollner Sie bemerkt oder gesehen haben, wenn Sie mittags nach Hause gekommen wären? Ich meine nur angenommen. Ja. Angenommen, ich mache im Vorzimmer einen Wirbel und Sie? Sie steht zufällig oben auf der Treppe. Dann ja. Wirbel? Nein, nein. Ich nehme an, dass Sie sehr ruhig aufgetreten sind. Ich meine nur angenommen, sehr ruhig und sehr dezent. Was wollen Sie eigentlich? Glauben Sie, ich habe meine Frau hypnotisiert, in die Garage gelegt und an den Wagen gestartet? Aber, De Vries. Sagen Sie, was war Ihre Frau eigentlich für ein Mensch? Wie man hört, soll sie eher still oder, wie man so sagt, verinnerlicht gewesen sein. Liebesheirat. Nicht? Was haben denn diese Fragen mit der Sache zu tun? Was ist denn los mit Ihnen, De Vries? Ist doch eher etwas, was man gerne zugibt, eine Liebesheirat. Na, das ist doch eine unverschämte Frechheit. Nein, Moment mal. Die Frage ist durchaus gerechtfertigt. Es war von der Möglichkeit eines Selbstmords die Rede. Wir müssen uns über den seelischen Zustand Ihrer Frau erbüten. Na, diese Fragen sind höhnisch und herausfordernd. Ich kann doch sagen, was ich Ihre will. Ihre Frau wurde ermordet, De Vries. Sie stehen im begründeten Verdacht der Täterschaft. Ich? Ich soll meine Frau umgebracht haben? Wie soll denn das geschehen sein? Sagen Sie mir das doch bitte! Ja, wie? Wie soll das geschehen sein?
Sie waren ja mittags nicht zu Hause. Nein. Hm. Und Frau Hollner war die ganze Zeit oben. Niemand hat den Startschlüssel umgedreht. Niemand, so war's doch. Aber gestartet wurde. Und zwar vor 1 Uhr. Es wurde gestartet. Merkwürdig, ne? Wie kommen Sie auf die Idee? Wie? Schauen Sie sich einmal das Foto an. Sehen Sie den kleinen Rußkreis am Garagentor in Höhe der Auspuffmündung? Nur ein kleiner Rußfleck, was? Nicht der Rede wert. Und doch muss ein Motor nur ungefähr eine Stunde laufen, damit sowas zustande kommt. Oder rechnen Sie mal nach, der Fries, auf was für eine Zeit kommen denn Sie? Ich verstehe Sie nicht. Doch, 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 Sie verstehen mich sehr gut. Sie meinen also, meine Frau kommt in die Garage und merkt nicht, dass der Motor läuft? Sie stellt ihn auch nicht ab, sie will ja wegfahren. Oder was? Sie folgen mir schon gut, aber noch nicht ganz. Als Ihre Frau die Garage betritt, läuft der Motor nämlich nicht mehr. Weil zufällig nur wenig Benzin im Tank war. Zufällig, de Vries? Nicht zufällig. Es wurde dafür gesorgt, dass nur eine bestimmte Menge Benzin im Tank war, und zwar genau so viel, wie für eine Stunde Leerlauf reicht. Sagen Sie mal, de Vries, wie lange haben Sie denn eigentlich probiert, bis Sie die richtige Menge Benzin erwischt haben, hm? Finden Sie nicht, dass diese rußige Theorie ein bisschen weit geht? Finde ich nicht. Mir gefällt diese Theorie. Sie haben also nicht gewusst, dass Ihre Frau nachmittags den Wagen nehmen wird? Nein. Na schön, bin sogar bereit, Ihnen das für den Augenblick abzunehmen, aber was ist mit Ihnen, Frau Hollner? Sie haben es doch gewusst. Hm? Frau Hollner, haben Sie gewusst, dass Frau de Vries nachmittags den Wagen nehmen wird? Nein. Nein? Schwer zu glauben, nach all dem, was wir über Sie wissen. Sollen wir also annehmen, dass Frau de Vries auch Selbstmordabsichten hatte und dann gegen 2:30 mit Hut, Schirm und Tasche den Weg ins Jenseits angetreten hat? Sie haben sich da eine schöne Freundin ausgesucht, de Vries. Wissen Sie eigentlich, was sie mit ihrem Mann aufgeführt hat? Nein? Sie hat ihn zum Selbstmord verurteilt. Hat sie nur das nie erzählt? Was redet denn der Mann eigentlich? Was wird denn hier gespielt? Was Frau Hollner damals getan hat, fällt nicht unter Strafgesetz. Aber Frau Hollner, jetzt wäre doch eine schöne Gelegenheit. Wie wäre es denn, wenn Sie jetzt Ihr Gewissen erleichtern möchten, ne? Was heißt denn Gewissen erleichtern? Was soll sie denn sagen? Haben Sie wieder Schauen, Ihr Katz-und-Maus-Spiel nicht? Hier ist nichts zu gestehen! Warum haben Sie Edith de Vries gehasst? Ich hab sie nicht gehasst. Sie haben sie gehasst. Und zwar aus einem sehr naheliegenden Grund. Grüß Gott. Ach, Herr Dr. Hammerberg, ja? Oberinspektor Marek, bitte, Herr Doktor. Gehen Sie jetzt nicht darüber, ja? Bitte, Herr Doktor, danke. Mhm. Herr Doktor, Sie werden als Zeuge einvernommen. Ich muss Sie auf die Wahrheitspflicht aufmerksam machen. Jawohl. Herr Doktor, darf ich Sie etwas fragen? Bitte. War Frau de Vries vor Ihrem Tod noch bei Ihnen? Ja, 2 Tage vorher. Weshalb war sie bei Ihnen? Die bewussten unklaren Beschwerden, Übelkeiten und so weiter. Bei der Untersuchung fragt sie mich auf einmal, ob sie nicht schwanger ist. Das ist nicht wahr. Ja, Herr Doktor. Er lügt. Sie lügen, Doktor. Bitte? Sie kenne ich. Was soll das heißen? Sie warten doch nur auf eine Gelegenheit, mir eins auszuwischen. Herr de Vries, dass einmal so etwas passieren wird, habe ich schon lange gefürchtet. Diese Ehe war ja alles andere als ein Vergnügen für die arme Frau. Daher auch Ihre Beschwerden. Wie kommen Sie als Arzt? Moment, Herr de Vries. Scharlatan. Moment! Herr Doktor. Wir wollen von Ihnen nur wissen, ob Frau de Vries in der letzten Zeit... Na ja, das ist ja das Merkwürdige, ja. Und darum war ich auch so überrascht. Mhm. Denn in der letzten Zeit, muss ich sagen, hat es mir so ausgeschaut, als ob Herr de Vries sich endlich eines Besseren besinnen und zu seiner Frau zurückkehren wollte. Herr de Vries, wollten Sie zu Ihrer Frau zurück? Warum beantwortest du seine Frage nicht? Sag doch die Wahrheit, es macht einen guten Eindruck. Bringen Sie sie weg. Warum soll man mich wegbringen? Warum? Du musst keine Angst haben. Es gibt nichts, das ich verraten könnte. Herr Doktor, können Sie mir sagen, was die Untersuchung von Frau de Vries ergeben hat? Ich habe sie auf jeden Fall zum Frauenarzt geschickt. Zu Dr. Riemer? Ja. Frau de Vries war für den 6., also gestern, zu Dr. Riemer bestellt. Für 3 Uhr. Haben Sie davon gewusst? Das ist eine Lüge. Herr Doktor, es kommt doch häufig vor, dass Frauenärzte ohne Wissen des Gatten konsultiert werden. Ja, natürlich. Er lügt! Aber Herr de Vries, warum regen Sie sich denn auf? Freuen sich doch, freuen sich doch. Wir liefern Ihnen doch ein Alibi, wie Sie sich's schöner gar nicht wünschen können. Natürlich. Sie haben wirklich nicht gewusst, dass Ihre Frau Nachmittag den Wagen nehmen wird. Sie haben's ja gar nicht wissen können. Ja,
du hast es nicht wissen können. Gib's doch zu, bringen du bist sie unschuldig. Sie haben Sie uns etwas zu sagen, was Ihre Frage... Nein, ich habe Ihnen nichts zu sagen, aber bitte, bitte bringen Sie sie weg. Keine Angst. Solange ich bei dir bin, kann dir nichts geschehen. Ich werde antworten. Gut. Also, Herr de Vries war mittags zu Hause? Nein. Er war bei Ihnen oben? Nein. Er wusste, dass Sie Nachmittag in die Stadt fahren werden? Und er hat Ihnen geraten, seinen Wagen zu nehmen? Nein. Doch. Was er nicht wusste, was er nicht wissen konnte, war, dass Sie dann Frau Luise so überraschend abgeholt hat. Übrigens, Sie haben ihn ja vom Friseur aus angerufen. Wie war er denn da? Da muss er doch merkwürdig schockiert gewesen sein, nicht? Wie war zum Beispiel seine Stimme? Seine Stimme? Ja. Die muss doch ganz eigentümlich gewesen sein, nicht? So unruhig. Wissen Sie warum? Weil sie zu diesem Zeitpunkt, nach seiner Rechnung, schon lange auf dem dreckigen, ölverschmierten Boden der Garage tot liegen sollten. Seine Stimme war nicht anders als sonst. Danke, das genügt. Na ja, de Vries, es wäre es aber Zeit. Wollen Sie nicht ein Geständnis ablegen? Sie, Herr de Vries, wollen Sie wirklich einen Indizienprozess riskieren? Selbst wenn Sie als freier Mann aus dem Gerichtssaal rausgehen, sie wartet am Ausgang. Bringen Sie sie weg. Gut. Nein. Nein, das können Sie nicht mit ihm machen. Du, Sie können dir nichts nachweisen. Nein, Sie können ihm nichts nachweisen. Nein. Ich hab's getan. Also, unsere Zigarette, Herr Döfner. Die wollte ich umbringen. Nicht meine Frau. Wollte zu meiner Frau zurück. Und das hat sie verhindert. Sie hat mich erpresst. Dass sie meiner Frau alles sagen wird, dass ich am Tod ihres Bruders mit schuld bin. Vielleicht bin ich auch schuld. Aber ich wollte nicht meine Frau umbringen. Manchmal habe ich das Gefühl, Marek, ja, wir sind nicht sehr beliebt. Was sagst du zu dieser Holdner? Die weiß genau, dass der Mann sie umbringen wollte. Aber ihn uns in den Rachen werfen, nicht ums Verrecken. Naja. Jedenfalls, lieber Freund, diesmal sind wir gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen.